Also du kommst zurück. Es sieht hier schon echt geil aus. Es sieht schon echt, echt geil aus. Da hinten bricht der Himmel auf langsam, denn da ist immer noch was auch immer das da ist. Ich dachte gerade, diese schwarzen Dinger, als ich gerade hier so geguckt habe, dass das irgendwelche Beine sind, dass da Monster ist. So. Dann gucken wir mal. Ey, ich meine, wir können immer noch laufen. Ein Wunder. Ja, wir haben davon zwei. Ganz ehrlich, das Ding werde ich ihm doch einfach lassen. Den Hammer brauchen wir jetzt auch definitiv nicht mehr. Kleber brauchen wir auch nicht. Mit der Pistole haben wir schon ein paar Mal geschossen, ne? Ja, das heißt, die Pistole brauchen wir auch nicht. Das eine Siermagazin. Ach so, es ist nur ein Dreiermagazin. Nee. Dann kannst du auch weg. Hat sie nicht noch ein Siebermagazin gehabt? Okay. So. Aber wir haben halt so viel Scheiße, ne? Und alles davon ist gut. Das hier brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ganz ehrlich, das kann weg. Wir haben hier massig Stimpacks. Das reicht am Anfang vollkommen aus. Die Dinger wiederum, die behalte ich. Weil, ne? Die, ne? Wisst ihr schon. Aber wir haben noch 50 Pfund, die wir wegbekommen müssen. Das habe ich mir auch zum Anfang meiner Diät gesagt. Was? Du bist wieder da. Dankeschön. Ich würde so gerne einfach nach Gewicht sortieren können. Warum geht das nicht? So. Das hier kann auf jeden Fall raus. Brauchen wir nicht. Leider Fluid. Wollen wir irgendwann Molotow-Cocktails bauen? Kann man die für was anderes gebrauchen? Eigentlich nicht, ne? Kann man nur für Molotow-Cocktails benutzen, oder? Andererseits ist es halt gerade mal 3 Pfund. Adrenalin. Stimpacks. Hier unten die ganzen Tabletten, da weiß ich nicht, was wir damit machen sollen. Wieder Fokusattacke, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich schmeiß die einfach mal alle weg. Sind immerhin 1,5 Pfund pro Tablette. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist so fucked up. 2 behalte ich mal. So, die würde ich tatsächlich auch gerne behalten, weil... Aber ganz ehrlich, wir haben 5 Stück davon. Brauchen wir auch nicht. Ich behalte mal von beiden jeweils 2. So. Essen. Das braucht nicht viel. Die Salamis wiederum, die können weg. Das hier würde ich am liebsten auch wegschmeißen. Wobei ist dann tatsächlich eher... Ja, die sieht ein bisschen besser aus. Army Ratio. Würde ich halt schon gerne behalten. Wir haben immer noch 20 Pfund zu viel. Ist das eine Kacke. Die Äpfel sind gerade mal 6 Pfund. Ganz ehrlich, die Energy Drinks, da brauchen wir keine 14 Stück von. Die 8 können weg. Nein. Du nach da, du nach da, du nach da, du nach da, du da, du nach da. 2 können wir denn nachher gleich mal trinken. Oder vielleicht auch 3 oder so.
Wenn wir dann bei den Damen vorbeigehen. Damit wir da ordentlich Action machen können für Nobadamin. Damit wir da vorbeisprinten können natürlich. Die kleinen. So, Klebestreif, brauche ich den Klebestreif für irgendwas? Scrap Metal, Rack, Empty Bottle, Nail Box, Small Explosive. Da kann man die Bomben mitbauen. Aber ganz ehrlich, wir finden so viel Klebestreifen. Die 3 Pfund können wir uns sparen. Dann haben wir halt doch echt massig an Essen. Ich glaube, die bringen mehr als die Sachen hier oben, ne? Das heißt, die beide können auf jeden Fall weg. Das Old Meat kann auch weg. Gott, alter Leute, Inventarmanagement. Was ist aus mir geworden? Gut, die wiegen fast gar nichts. 1,5 Pfund. Das ist nix. Das ist ja allerdings 15 Pfund mittlerweile, ne? Aber gut, die können wir halt auch gut gebrauchen. So, das ist halt wirklich etwas, wenn wir halt hart dabei sind, Leben zu verlieren, ist das genau das, was wir dann brauchen. Eins davon können wir jetzt direkt essen. Dann ziehen wir uns noch ein paar Äpfel rein. So nämlich. Ah, wir müssen immer noch 9 Pfund loswerden. Oh Leute. Mann, ich bin so schlecht in sowas. Das ist doch alles scheiße, Dreck. Was brauchen wir am wenigsten? Shows, ganz ehrlich, braucht keiner. Spaß. hier sind es gerade mal, lese gerade mal 7 Pfund. Ganz ehrlich, für Stamina Boost haben wir ja das hier. Und das hier. Das ist für Essen. Wobei, gibt es ja auch ein bisschen Stamina. Ich glaube, die beide hier mit ihren jeweils fast 6 Kilo. Sorry, aber... Man muss halt auch ab und zu einfach mal Nein sagen können. Oh, diesen ganzen Stuff lassen wir alles zurück. Mein Herz, es blutet so sehr. Das ist alles gut. Gut, außer diese roten Dosen. Ist das alles gut, das Stuff. Und da ist auch ein bisschen verrottetes Fleisch und so. Ist auch nicht so. Wobei, ja, nee, ist ja gekocht alles. Was tue ich hier nur? Leute. Das ist der Tiefpunkt der Serie. Ich kann das nicht. Ich möchte das nicht. So. Dann auf zu unserer letzten Schlacht. Ach nee, hier sind wir vollkommen falsch. Wir müssen ja bei der ersten Tür rein, nicht bei der dritten. Alter, der Himmel sieht schon geil aus. Wie gesagt, auf zu unserer letzten Schlacht. Nee, falsch. Da lang. Auf zu unserer letzten Schlacht nochmal. Zum dritten Mal. Und diesmal verlassen wir die Map for good. Auch wenn wir jetzt nochmal bei den Frauen vorbei müssen. Ich habe absolut keinen Bock da drauf. Aber was soll's. Da steht sie schon beide. Bereitwillig.
Verpisst euch mal bitte. Beide. Geht beide weg. Warum gehen jetzt nicht beide weg? Eine ist weg. Ja, beide weg. Geil. Huh, Glück gehabt. Okay, na dann. Haha. Ihr seid so langsam. So, und hier müssen wieder alle drei am gleichen Ort stehen. Ja, alle drei sind da. Wobei es auch ein bisschen blöd ist, weil... Ich glaube... Ach doch, ich kann hier lang. Nach links. Augen zu und durch, I guess. Haha, warst du langsam. So, dann muss ich mal überlegen, wo müssen wir jetzt nochmal lang? Wir mussten erstmal hier raus. Ich speichere sich das halber mal. Wir mussten erstmal hier nochmal raus. Dann sind wir hier durch die Tür gegangen. Und, ach genau, hier bei dem Raum. Hier war der kleine Geheimgang. Jawohl. So. Und damit, und das war's dann auch schon. Das war's mit dem Level. Wir haben das Level gemeistert. Hier war, ne, das Gitter, wovon ich gerade vorhin gesprochen hatte. Da sind die Fischer. Diese übelst geilen Fischer. Nein, nicht so langsam. Ach, wieso noch Stuff? Na gut, aber alles Stuff, was nicht zügig. Oh, das war, Alter, das Level, oh. Und das Traurige ist, Crossroads. Es ist ja nicht, dass es jetzt irgendwie einfacher wird oder sowas, sondern ab jetzt weiß ich einfach nur nicht mehr, was passiert. So, das Level, was ist das? Das hat mir jetzt gerade mal... Ist das eine Kirche? Was ist das hier für... Das kenne ich ja gar nicht. Aber schön, dass hier auch die gleiche Himmeltextur genommen wird. Und noch ist es ruhig. Ich schätze mal, da müssen wir durch. Wobei, da hinten ist jetzt auch noch Licht. Okay, es geht ja also auch vorbei. Da kommen wir da vielleicht auch nicht durch. Aber schön, dass wir hier eine Couch ist. Geil, let's go. Ich gucke gerade, ob irgendwas blinkt. Irgendwas, was wir aufsammeln können, aber... Sieht irgendwie nicht danach aus. Irgendwelche Kisten, die wir zerstören können? Nö. Ich guck mal, ob wir hier reinkommen. Nö, gar nichts. Okay. Dann, also, den Laternen folgen. Puh. Hm. They have destroyed it. The bridge to the north. There is only one way to the mine from here, down in the catacombs. They have been flooded, so you will need to drain them. Head to the pump station. Ich kenne diese Ansage, aber von einer anderen Map. Der hat sich hier schon wieder Sachen umgeschäffelt. Okay.
Also hier sieht aber wirklich sehr abgeschnitten aus. Get help! Wow! Gott, wo sind wir hier? Ach du Scheiße. Das hier war mal eine Brücke oder was? Ich höre Explosion, aber ich sehe nichts. Wobei es jetzt nicht wirklich klingt wie eine Explosion, sondern eher wie als wenn irgendjemand große Steine gegen eine Steinwand wirft. Kennen wir diesen Ort? Waren es unten die ersten Metz, wo wir angefangen haben? Ist halt so low poly, dass man halt überhaupt nichts erkennt. So. Vor allen Dingen dieser Turm da hinten sagt noch gar nichts. Vor allem, ich dachte immer die ganze Zeit, das ist eine kleine Insel, aber das ist ja hier ein riesiges Komplex. Denn das ist ein richtiger fucking Wald. Ihr verarscht mich doch gerade. Oh, hier geht's nicht lang. Komm ich hier wieder raus? Ja. Okay, okay. Wieder gewohnte alte Umgebung hier. Hier ist ein Fahrstuhl. Oh! Das ist ein fucking Mensch! Oh nee, einer mit einer Axt! Oh Gott, die hält aber eine Menge aus. Also, auf jeden Fall mehr als ein Schlag halt. Oh oh, und mehr als zwei Schläge. Okay, er hält drei Schläge aus. Oha. Oh Gott, unser armer Sledge haben wir. Zum Glück haben wir noch einen zweiten. Weil so wird es ja nicht lange mitmachen, wenn. Vor allem, wenn es hier vorne auch noch gleich eine ganze Horde gibt. Der sieht jetzt hier erstmal alleine gewesenerweise aus, aber ist doch erstmal nur der Anfang der Map. Kann also noch schlimmer kommen. Ich habe Angst. Wann kriegen wir eine Axt? Ich meine, gut, wir hätten bereits eine Axt haben können. Hätte ich den Axtkopf nicht weggeworfen. Aber ich meine, ganz ehrlich, wir brauchen auch keine Axt, weil ich glaube, die Sledgehammer ist stärker. Ist halt nur nice to have oder so. Also, da geht's in beide Richtungen. Bist du offen? Ne, okay, gut. Dann geht's also doch nur in eine Richtung. Oh, das ist noch einer, das ist eine Axt. Aber was das Schöne ist, wir haben nach hinten hin schon viel Weg nach draußen. Wir können also gut. Warum? Egal. Wir können also gut ausweichen. Au, ah! Deine Mutter! Ja, komm. Das war. Ausholen. Und jetzt. Bam. So nämlich. Jetzt schön Abstand gewinnen, während wir unsere Stamina aufladen. Ausholen und. Bam. Aua! Hat der einen Schädel, Alter? Der hat ein Eisenrohr, eine Axt und auch noch einen Schädel. Also, als Waffe. So, hier ist jetzt wieder eine Schräge. Komm raus, kleiner. Pathfinding 1 Plus. Ah, wir haben ein bisschen. Ah, ne. Hä? Okay, wir haben fast gar kein Leben verloren. Es ist so verwirrend, weil jetzt da unten. Der Balken vom Leben halt immer geringer ist als der von der Stamina, weil wir unsere Stamina bereits so geboostert haben. Deswegen sieht es immer so aus, als wenn wir gerade Leben verloren hätten. Ich
Hier gibt es nichts soweit. Hier geht schon wieder runter. Gefällt mir gar nicht. Die ganzen Schrägen. Ist immer zum Kämpfen. Ganz nachteilhaft. Okay, geht gar nicht weiter. Okay, wir kommen wieder zurück. Sehr gut. Immer schön zu wissen, dass man zurück kann. Oh ja, das Gebiet kenne ich. Nur normalerweise kommt man hier von der anderen Seite rein. Also es ist tatsächlich doch die Map. Ist halt auch nur überarbeitet worden. Dann müssten wir also auch hier wieder eine Hubfläche haben, wo wir zum Beispiel ein bisschen Stuff ablegen können. Ja, ich mag diese Map. Okay, das ist aber bloß keiner Holzstab. Den brauchen wir gar nicht. Ich hatte eher von etwas Größerem, von etwas Saftigerem geträumt. So einen richtigen Pori. Versteht ihr? Gut, hier ist gar nichts hinter. Danke dafür. Oh, ernsthaft? Da, ich glaube, früher ist man von dort gekommen. Da ist Blitz. Blitzbambum. Da ist bloß Kleber. Noch mehr Blitze? Ah, sieht nicht so aus. Ah, okay. Oh, Munition! Ich glaube, früher ist man von hier gekommen. Aber den Eingang gibt es scheinbar nicht mehr. Ah, hier sind auch Sachen. Noch mehr Munition. Let's go! Gut, ich würde mal sagen, wir essen mal kurz die Salami, die wir aufgesammelt haben. Da sind wir auch wieder. Ach ja, Munition wiegt ja auch was. Oh. Hä, aber nur die. Ach, das sind Nailboxen. Ah. Wollen wir sowas aufheben? Ich glaube eigentlich eher nicht, ne? Ich glaube, das bringt uns nicht so viel weiter. Weil, um uns daraus eine Waffe zu basteln, brauchen wir halt eine ganze Menge. Wir brauchen halt. Ein Baseballschläger? Wow. Ich meine, wie gesagt, wir könnten daraus eine kleine Explosive machen. Was brauchen wir denn dafür? Nail. Ach, Duct Tape. Und eine leere Flasche. Wobei, ne, die leere Flasche brauchen wir nur, also nicht für eine Nagelbombe, glaube ich. Für Nagelbombe ist wahrscheinlich nur Nailbox und Duct Tape. Ich meine, ich kann einfach mal gucken, vielleicht brauchen wir nicht mal Duct Tape. Sondern reicht einfach so hier aus. Nein, die reicht nicht aus. Na gut. Ja, aber wollen wir sowas machen? Das ist ja wieder sowas Verzögertes wahrscheinlich, ne? Gut, wir gehen erstmal. Wir gucken erstmal, wir suchen erstmal den Hub. Wenn das wirklich die Map ist, die ich denke, dass es ist, dann müsste es hier einen Hub irgendwo geben. Hier ist auch noch was. Ach so. Oh, nee, was ist denn das?
das ein Energy Drink? Ein Sledgehammer-Kopf. Ja. Cool, jetzt haben wir drei davon. Zwei von den Waffen, die wir gerade benutzen. Und eine noch über. Brauchen aber auch wieder 5 Pfund. Und ganz ehrlich, so viel brauchen wir nicht. Also nein, brauchen wir nicht. Wenn wir was brauchen, dann diese Stäbe. Da braucht man einen Arsch voll, wenn es geht. Weil eben diese Köpfe, die bekommen wir immer wieder. Wow, Alter, nicht so weit rutschen hier. Wenn da ein Monster ist gewesen wäre, let's go. Ein bisschen Alkohol. Ganz ehrlich, komm her. Dann machen wir mit dir und wir haben schon 7 Stopffetzen. Leck mich am Arsch. Warum bekommt man eigentlich davon keine leeren Bottles? Ne, wenn man hier Alkoholflaschen oder sowas benutzt als Rezept. Da müsste doch eigentlich auch leere Flaschen anfallen. So, da liegen Sachen rum, eine Spritze und so. Aber erstmal gucken, ob hier Monster sind. Bisher auch noch keine Zettel gefunden, ne? Oh, ein Explosive. Oh! Hätte ich ja beide übersehen. Hm. Ach so. Du bloß. Ich muss halt aufpassen, weil meine Ausdauer immer ewig braucht zum Regenerieren. Das ist halt das ist so ein bisschen das Problem, wenn man halt völlig überladen ist. Ich meine, gut, völlig überladen sind gerade mal 10 Pfund eigentlich. Aber für das Spiel haben wir schon mehr als genug. Da ist noch eine Spritze. Wir müssen eigentlich gucken, ob wir hier irgendwelche Sachen nicht übersehen. Gerade bei diesen ganzen Müllhaufen. Keine Ahnung, ob sie diese Sachen verstecken können. Ja, das ist das Level. Ab hier kommt mir definitiv bekannt vor. Gut, dann würde ich aber mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Das war jetzt 21. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.